Seit 12 Jahren gibt es an der Grundschule in Barleben eine Arbeitsgemeinschaft Kunst. Geleitet wird sie von Astrid Weinhold, die mit den Kindern unterschiedlichste Themen gestaltet. Jetzt wurde in der Gemeindeverwaltung Barleben die Jahresausstellung der Arbeiten 2013 eröffnet. Von einer Vernissage kann nicht geredet werden, denn bis auf eine Ausnahme fehlten die kleinen Künstler. Sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie denn alle hier auch im Namen des Herrn Bürgermeisters Herrn Keimdorf und der sozusagen Künstlerin Frau Weinhold zur heutigen Vernissage, die ja schon zu einer guten Tradition in unserem Haus geworden ist. Deshalb bin ich auch extra von Wolmerstedt hergekommen, um mir dieses Ereignis nicht nehmen zu lassen. Auch ein Zeugnis dessen, was Sie als sozusagen Kursleiterin auch mit den Schülern zusammen produzieren und sie zur Kunst heranführen und durch solche öffentliche Ausstellung auch immer uns Kunst vermitteln. Im vergangenen Jahr war das von Frau Weinhold gewählte Thema Mikrokosmos. Und so kann man die Arbeiten der Kinder auch diesem Themenkomplex zuordnen. Auch wenn die Frage bleibt, was für eine Vorstellung Grundschüler vom Mikrokosmos haben könnten. Hier in der Ausstellung versuchte die Leiterin der AG ihren Anspruch zu erklären. Ich möchte Ihnen erstmal allgemein die Daten zu dieser Ausstellung nennen. Wir stehen hier vor der Titelrahmung, eigentlich wie jedes Jahr schon so seit 10 Jahren und länger, seitdem die Villa Brandt diese Galerie öffentlich birgt, machen wir eigentlich eine Ausstellung und so lange gibt es eigentlich auch schon die AG Kunst. Die Gemeinde Barleben finanziert seit Jahren diese Arbeitsgemeinschaft mit 2600 Euro im Jahr. Mitmachen können alle Kinder, die im Schulbezirk Barleben wohnen. Auch ihre Arbeiten hätten am Jahresende die Chance, auf die Jahrespostkarte zu kommen, so wie in diesem Jahr die Darstellung des Herz-Kreislauf-Systems von Kursteilnehmerin Lisa.